Moin Moin, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder World of Warcraft The Burning Crusade Classic und wir werden heute wieder ganz entspannt den Blutelfen-Paladin hier weiterleveln. Wir sind immer noch im Startgebiet der Blutelfen. Wir haben uns mittlerweile schon ordentlich nach unten durchgekämpft und werden uns heute ja den östlichen Teil von der Insel noch ein bisschen mehr anschauen. Genau, wir werden hier den Paladin weiterleveln. Im letzten Let's Play haben wir uns ein bisschen über das Mobile Gaming unterhalten und über Warcraft Arclight Rumble und über Diablo Immortal, also die zwei Titel von Blizzard, die im Mobile Gaming Markt angesiedelt sind und warum ich einige Dinge davon gut finde, warum ich einige Dinge eventuell kritisch finde für die Zukunft und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, klickt das Video gerne nochmal ab. Das war quasi die Let's Play Folge vor dem hier. Ist in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. Die Let's Plays hier kommen immer jeden Sonntag um 10 Uhr. Von daher könnt ihr auch einen Wecker stellen und auch gerne den Kanal abonnieren und ein Däumchen da lassen. Wäre ein Träumchen. So. Ja, in dem heutigen Video werden wir nicht nur entspannt, wir gehen schon mal los, weiter leveln, sondern wir werden uns auch über die Gamescom unterhalten. Ja, ich habe gesagt, ich will mich nicht nur über WoW unterhalten in meinen Let's Plays, sondern auch über die Gaming-Welt an sich. Und meiner Meinung nach ist die Gamescom einfach ein wichtiger Bestandteil von der Gaming-Welt. Ich habe etliche von euch auf der Gamescom 2019 getroffen. Das war die letzte Gamescom vor Corona. Deswegen Grüße geht auch nochmal raus an die Leute, die ich da getroffen habe. An Papa Lauch, an Nox, an Lucis, an Alpha Crypt. An alle anderen, die ich da getroffen habe, an Frank. War mega, wirklich. War ein mega Erlebnis für mich, irgendwie, dass man wirklich Leute trifft, die man so vom Gaming her kennengelernt hat, irgendwie übers Internet. Das war echt so eine krasse Geschichte, dass so viele Leute da meine Videos auch gefeiert hatten und das war wirklich eine krasse Erfahrung. Ja, worüber ich auch einfach sehr dankbar bin. Und da möchte ich noch ein bisschen so anknüpfen, was ich bei den beiden Gamescom, auf denen ich war, also 2018 und dann 2019 erlebt habe und warum ich deswegen so gehypt auf die diesjährige Gamescom bin. Warum ich einfach denke, dass es für euch auch ein mega cooles Event sein könnte. Also eigentlich mache ich ein bisschen for free Werbung für die Gamescom, kann man sagen. Ja, und da möchte ich im heutigen Let's Play ein bisschen drüber. Übrigens, kleiner Funfact am Rande. Ich habe tatsächlich im letzten Play vergessen, den Anhänger hier zu vergraben, Leute. Ich habe doch dann noch so gelabert von wegen so, ja, wir wollen die Ehre der Blutelfen natürlich ehren und so weiter. Ja, habe ich verkackt. Sorry an der Stelle. Machen wir jetzt, ja. Da haben wahrscheinlich, ich wette, da gab es einige Kommentare von wegen, hat am Ende verkackt, das da noch reinzumachen. Machen wir jetzt hier, ja, für alle, die. Okay, ach, müssen wir nochmal klatschen oder was? Ah, ne, ist schon abgeschlossen oder wie? Können wir dem nochmal klatschen? Hier steht fertig. Und ich wollte mir jetzt nochmal klatschen müssen können. Wir gucken mal. Ah, okay. Ah. Okay. Ja, der ist dann freundlich geworden und dann hatten wir die Quest abgeschlossen. Perfekt. So. Also jetzt können wir wirklich hier auch in Frieden weitergehen. Ja. Und ich kenne so eine Momente. Dann hast du gerade perfekt. Sorry an die Leute, die das hier vermisst haben, als ich die Quest beendet habe. Jetzt haben wir das auch noch gemacht gehabt. Und können uns quasi jetzt ruhigen Gewissens im östlichen Teil der Insel widmen. So. Ja, warum war die Gamescom 2019 so ein krasses Erlebnis für mich? Ich glaube, ich fange sogar mal bei der Gamescom 2018 an, weil die war mindestens genauso krass für mich wie die. Ich war vor 2019, das ist quasi nicht ganz richtig, ich habe eben gesagt, dass ich nur auf 2018, 2019 auf der Gamescom war. Ich war vorher auch schon mal auf der Gamescom, das ist allerdings so lange her und ich meine, zu dem Zeitpunkt war die in Leipzig und ich war da noch so jung, dass es für mich nicht wirklich zählt. Also ich kann mich da auch kaum noch dran erinnern. Die waren irgendwie, glaube ich, sogar auch meiner Mutter oder so. Und also
hat für mich wenig mit einer wirklichen Gamescom-Erfahrung zu tun gehabt. Ich meine, das war aber sogar zu dem Release von WOTLK. Ich meine sogar, dass ich WOTLK Probe gespielt habe auf der Gamescom. Aber ich weiß es echt nicht mehr. Es ist schon so, wie es halt natürlich war, das war dann quasi 8 oder? Deswegen zähle ich das nicht wirklich mit rein. Ich kann euch nicht mehr sagen, was da für Stände waren, genau außerhalb der WoW-Stand. Ich meine, ich habe Kungen da auch gesehen. Ich meine, Nihilum war an dem Stand und die haben da irgendwie auch geradet oder so. Korrekt. Und aber das ist jetzt nicht wirklich für mich Gamescom-Erfahrung, weil da kann ich mich halt wirklich an fast nichts mehr. Deswegen fangen wir bei der Gamescom 2008. Und ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ich hatte mich persönlich mit Gaming hatte ich abgeschlossen. Ich war so während meiner Jugend kompletter Gamer. Ja, ich habe nur WoW gesuchtet. So. Selbst in meinem Studium habe ich noch WoW gespielt. In den ersten beiden Semestern oder so. Oder in den ersten 4 Semestern vom Bachelor, glaube ich, habe ich noch WoW gespielt. Und dann gab es so eine Zeit, da hatte ich wirklich mit Gaming, also ich habe auch kein YouTube geschaut, kein Twitch, gar nichts so. Ich hatte so eine Zeit, das war so 3-4 Jahre oder 2-3 Jahre, wo ich mich null mit Gaming beschäftigt hatte. Und diese ganze Entwicklung, dann zum Beispiel auch von Rackful und so weiter auf Twitch, ne, habe ich gar nicht mitbekommen, wo diese ersten größeren Streamer, auch in Montana Black oder so, mit dieser Call of Duty Zeit war das so, Modern Warfare Zeit, habe ich gar nicht mitbekommen, weil da war ich so in meinem, ich habe ein bisschen Private Server gespielt, glaube ich, im WoW, aber ich habe jetzt nicht irgendwie so, wisst ihr, was ich meine, also so irgendwelche Content Creators verfolgt oder die Gaming Welt verfolgt oder irgendwie Games von gar nichts so. War gar nichts mehr für mich. Also war einfach so im Studium so gefangen, kann man sagen. Und dann war es so, dann war mein Studium vorbei und also ich hatte dann Master abgebrochen, ich hatte dann Bachelor, Master abgebrochen. Dann habe ich mich wieder mit Gaming beschäftigt. Ich weiß gar nicht mehr so, wie es kam irgendwie, aber genau, ich glaube, es war so, weil ich mich dann nämlich mit Social Media beschäftigt habe, weil ich zu der Zeit sehr viel Gary Vee konsumiert habe und geguckt habe, dass ich mich dann mit Social Media wieder beschäftigt habe und mit YouTube sehr viel, also angefangen habe, Vlogs zu machen und mit Videos schneiden beschäftigt habe und so weiter, auch schon versucht habe, wie ich in dem Bereich ein bisschen arbeiten kann. Und da kam es dann so, dass ich dann so auf YouTube Let's Plays gestoßen bin und dann geguckt habe, okay, Let's Plays war zu dem Zeitpunkt schon wieder quasi vorbei, die Era, sondern dann ging schon so ein Livestreaming also über. Und dann habe ich Twitch entdeckt und dann war es halt echt um mich geschehen, so, weil dann habe ich Twitch entdeckt und YouTube entdeckt und die ganzen Streamer entdeckt im deutschen Bereich und dann habe ich auch, weil ich dann immer, ich habe immer so die ganze Zeit nach so meiner Leidenschaft gesucht und überlegt, okay, was will ich, ich wollte irgendwas mit Social Media machen, aber dann, ich habe Vlogs versucht, aber das war dann irgendwie auch nicht so meins irgendwie und dann habe ich überlegt, was ist eigentlich meine Leidenschaft gewesen in meinem Leben irgendwie. Und dann habe ich halt rausgefunden oder wieder mich erinnert, ja, es war irgendwie immer Gaming. Und dann habe ich verschiedene Dinge ausprobiert. Dann habe ich Gaming News gemacht am Anfang. Habe ich ein bisschen Fortnite probiert, weil das gerade so im Hype war. Also mich einfach interessiert hatte. Und dann habe ich irgendwie dann aber wieder gemerkt, okay, nee, irgendwie so mein Ding war immer WoW. Und dann kam die Ankündigung, dass WoW Classic kam. Und die Rest der Geschichte kennt ihr dann halt. Dann habe ich angefangen, regelmäßig auf Twitch zu streamen. Und hab dann quasi wirklich bin all in WoW Classic gegangen. Und jetzt war es so. Genau. Bevor das aber war, nochmal ein Jahr zurück, 2018, war es so, wo ich dann quasi so fett wieder mich mit dem Gaming-Bereich beschäftigt habe, Gaming News gemacht habe, genau. Da war ich noch im Mini-Kanal, habe Gaming-Interviews gemacht auch. Müsst ihr mal hier auf dem Kanal ganz nach unten gehen, da seht ihr noch einen Vlog von der Gamescom auch, 2018. 2019 habe ich keinen gemacht, weil ich mich da auf die Leute konzentrieren wollte, die da getroffen habe. 2018 hatte ich einen Vlog gemacht, den werde ich jetzt, glaube ich, dieses Jahr auch wieder machen. Und da habe ich noch ein Interview gemacht auch, mit Mario und so, mit anderen Streamern, da habe ich Interviews gemacht, weil ich erst so dachte, das wird mein Ding. Ich wollte quasi erst nicht selber Content machen, sondern ich wollte erst über den Content von anderen berichten. Und das war die erste Gamescom, auf der ich quasi wirklich so meinem Erwachsenen-Dasein war, wo ich dann auch schon was gerafft habe. Und ich kann euch eins sagen, Leute, diese erste Gamescom, ne? Alter Verwalter, ne?
Das war die Gamescom, wo Fortnite aber so richtig im Hype war. Ne? Das war so der absolute Todes-Fortnite-Peak. Vielleicht noch ein bisschen sogar vor dem Peak. Oder war es gerade so richtig? Und Leute, ne, der Fortnite-Stand, guckt euch den Vlog an. Ich werde euch den Vlog auch mal in der Videobeschreibung hier nochmal verlinken oder in den Kommentaren. Ja, die Kinder sind da quasi mit einem Gleiter, also mit so einem Fallschirmgleiter, auf dem Fortnite-Stand gelandet, ne? Weil Fortnite so einen gigantischen Stand hatte. Ja, du konntest quasi auf, also der Stand war die Map und du konntest da landen und ich dachte, was geht hier ab, ne? Das ist Gaming mittlerweile geworden. Was ist das denn bitte schon für ein Business geworden, so, ne? Und ja, dann habe ich mir die ganzen krassen Gaming-Rechner angeguckt, ne? Ich habe da stundenlang gefilmt, die krassen Gaming-Setups, irgendwie Monitore, Tastaturen. Ich fand das alles so geil irgendwie und hatte aber zu dem gleichen Zeitpunkt null Geld. Ne? Ich hatte nichts so. Und wenn ich eigentlich sogar die Fahrt zur Gamescom hin, ne? Da hat mich schon meine Freundin komisch angeguckt, hat schon gesagt, ja, Digga, so, ne? Jetzt doch zu Gamescom und so. Und ich habe auch schon, ja, ich will mir das irgendwie angucken, so, ne? Also das so wirklich, kennt ihr, ne? Also wirklich so absolut am Limit. Und dann dahin zu gehen und diese Welt zu sehen und diese ganzen Spiele und die Firmen und die YouTuber, die Twitch-Leute, die man dann schon so ein bisschen kannte halt, ne? Ich kannte ja da noch einen Scheiß halt, ne? Aber ein paar kannte ich halt schon. Und das war krass, ne? Also das war wirklich, das, da habe ich so gemerkt, oh krass, so, das ist so mein Ding. Das ist meine Leidenschaft, hier bin ich richtig so, ne? Und das war wirklich schon, was, Leute, was die Gaming-Firmen für Stände haben, ne? War ja schon öfter auf der FIBO vorher, manche Firmen dafür Stände haben, da dachte ich immer schon, wow, krass, in der Fitnessindustrie ist ja viel Geld im Spiel. Leute, Gamescom, die Firmen für Stände haben, ne, da reden wir von Millionen Budgets für so eine Stände. Ich weiß nicht noch, wie World of Tanks oder so, hatte irgendwie ein komplexes Kriegsschiff irgendwie in der Halle. Also, das war wirklich so ein Schlüsselmoment, wo ich einfach gedacht habe, okay, krank, Gaming ist irgendwie einfach ein Stück weit meine Leidenschaft und da will ich irgendwie auch rein, da will ich was machen, da will ich streamen, da will ich irgendwie Content machen. Und dann kam es quasi ein Jahr später mit dem WoW Classic Launch. Ne? Da habe ich gemerkt, okay, krass, warte mal, WoW, das war immer so ein bisschen meine Leidenschaft, jetzt kommt wieder, ist ja eigentlich hier gerade nur rum, ich weiß mir geschnallt gerade, ne? Okay, so, wir gehen jetzt mal in den Norden der Insel, dahin. Und dann war es so, dass ich angefangen habe, regelmäßig auf Twitch, habe auch angefangen, beziehungsweise, ja, so regelmäßig auf Twitch war ich noch gar nicht, weil Classic gab es ja noch nicht. Nee, habe ich mit YouTube erstmal durchgestartet, genau. Weil halt jede News, die es irgendwie kam zu Classic, wisst ihr noch so, ne? Ein Leak, es wird deutsche Server geben, alle ausgerastet und ja, dann ist der Launch und so. Das wurde halt so voll der Hype irgendwie. Man hat sich so gegenseitig gehypt mit den anderen YouTubern und so weiter. Und dann hat das alles so auf diesen Launch hin, man sich so drauf gefreut einfach. Und dann war halt die Gamescom. Genau eine Woche vor dem Launch, ne? Und werde ich nie vergessen, auch so ironisch, weil genau bei der Gamescom hatte Blizzard keinen Stand. Weil bei der Gamescom 2018 hatten die noch einen und bei 2019 hatten die keinen, weil es hatte irgendeinen Grund, weil irgendwie die sich auf, entweder weil da irgendein Skandal war, vielleicht weiß das jemand von euch noch, oder weil sie sich irgendwie auf die eigene Messe, auf die BlizzCon konzentrieren wollten in dem Jahr oder irgendwie andere Sachen erstmal klären mussten. Irgendwas war da, ja, irgendein Grund. WoW hatte auch gerade wieder so ein bisschen Skandal, so wie immer, und ein bisschen Drama. Auf jeden Fall, Blizzard war nicht auf der Gamescom und wir waren halt alle da, so von der Dusk und Dawn Community und die sich auf Classic gefreut haben. Und Blizzard war nicht da. Das war so ein bisschen so die Ironie an der Geschichte, weil wir uns eigentlich da so, wäre halt cool gewesen, wenn man dann halt so mit den ganzen Leuten sich am Blizzard-Stand so hätte treffen können. So hat, also es gab trotzdem so eine Art Blizzard-Fan-Store, wo man so tatsächlich auch ein WoW Classic-T-Shirt kaufen konnte, was ich auch gekauft habe. Leider nur noch in M, glaube ich, weil L war schon ausverkauft. Aber es gab keinen wirklichen Stand, wo man irgendwie Blizzard-Spiele spielen konnte oder so. Das war tatsächlich ein wenig schade. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier die Quest abgeben.
Leutnant Dämmerflucht möchte, dass wir 5 Berserker der Armani und 5 Axtwerfer der Armani. Machen wir doch gerne. Genau, das hatte ich ja auch im letzten Let's Play, glaube ich, schon ein bisschen vermutet, dass hier noch Voll-Content kommt. Ich bin auch hier gegen die Trolle, ne? Die auch angesiedelt sind so ein bisschen. Sucht in Tor de Vata südöstlich der Zuflucht der Weltenwanderer nach Schwermacher Utembe. Bringt Utembes Hammer zu. Okay. Also auch in dem Camp müssen wir noch einen Schmied aussuchen. So, gehen wir noch einmal nach oben. Und das nehmen wir auch noch mit hier. Unsere Feinde werden fallen. Mit Derling Loraltales. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Trolldorf. So, und dann war es so, dass wir tatsächlich eine Woche vom Classic Launch uns tatsächlich noch mit 12 Leuten, glaube ich, hatte dann im Discord. Was, wir müssen. Da machen. Ach so, die Batzenhäppchen. 8 Tatzenhäppchen gibt's hier drin, oder was? Von Salen Morgenlichtung. Ja, und dann war es so, dass wir halt, ich hatte in unserem Community Discord dann halt so die Frage gestellt, wer Bock hatte. Weltweise. Hä? Ah, hier, perfekt. So. Seid für alles bereit. Was wäre? Halt, wer Bock hat, mit auf die Gamescom zu kommen, und dann haben es ja, glaube ich, so 12-10 Leute gemeldet, hatten dann so eine WhatsApp-Gruppe. Und dann, ich weiß nicht, wie viele Leute, also müsst ihr vorstellen, auf der Gamescom, ne, da war die Hölle los. Da los war, ne? Und sich dann halt mit Leuten dazu treffen, die zu verschiedenen Uhrzeiten anreisen und verschiedenen Ständen wollen. Also, müsst ihr euch so vorstellen, es war bei mir so, ich habe mich dann im Laufe von dem Tag mit, keine Ahnung, 15, 20 Leuten getroffen, aber nie waren immer alle gleichzeitig. Also es gab so eine kleine Kerngruppe, die von Anfang bis Ende dabei war, so. Aber einige habe auch nur ich getroffen dann, weil die hat man kurz getroffen, kurz geredet, sind die weitergegangen und aber einige waren quasi von Anfang bis Ende dabei. Wie gesagt, Grüße gehen raus an Lucis, an Nox, an Alpha Crypt, an Frank und an alle anderen, an Fabian, die da mit dabei waren. Und das war halt absolut krass, ne? Also obwohl kein Blizzard-Stand da war, trotzdem dieses Feeling, irgendwie dann mit den Leuten dahin zu gehen und sich so auf Classic schon so zu freuen irgendwie und so zu hypen und boah, ey, das war so ein geiles Feeling. Und das ist halt auch so schade, das ist so schade, dass wir quasi danach Corona hatten und wirklich 2 Jahre jetzt eigentlich, ich glaube, es war 2 Jahre, vielleicht sogar 3 Jahre, ich weiß nicht, wie lange keine Gamescom war, aber also 2 Jahre auf jeden Fall. Weil natürlich, dann hätte man halt sich immer wieder getroffen mit den Classic-Leuten, ne? Und hätte halt sich da austauschen können und reden können und hast du nicht getan, hast du nicht gesagt und so weiter. Und das ist echt so, das tut mir auch so leid für die anderen Content-Creator, die das vielleicht auch dann, also in dem Sinne nicht erlebt haben, so dass man da so dann die Community-Gilde getroffen hat oder seine Gilde getroffen hat oder irgendwelche Leute getroffen hat aus dem Stream und so weiter. Aber das war schon, das war echt so ein krasses Gefühl, muss ich sagen. Das war auch, ich weiß auch noch, ein einziger, ich wurde von einem einzigen erkannt tatsächlich, von Good Old Necrolos. Habe ich erst im Nachhinein erfahren, dass es Necrolos war. Er hat mich tatsächlich auf Gamescom auch erkannt und hat mir so zugerufen, ey, die Pfeiler. Das war auch echt so weird, ey. Du gehst da so lange, auf einmal ruft so einer die Pfeiler. Ich bin gespannt, ob das jetzt dieses Jahr auch passieren wird, ob mich irgendeiner dann noch erkennen wird oder nicht. Das war echt lustig irgendwie so, ne? Und da muss ich auch sagen, muss ich auch wirklich ehrlich sagen, so, dass es echt schade ist, so dass ich, muss man wirklich sagen, zu blöde war eigentlich, diese Community, die wir da am Anfang hatten, zusammenzuhalten. Da irgendwie
Weiß ich nicht. Ist einfach. Mir ist nicht gelungen. Das ist echt schade. Da hatten wir echt was Schönes so am Anfang. Ich war eine der, weißt du, scheiß mal auf irgendwie Twitch und YouTube und alles so. Und was wir da am Anfang mit den Leuten hatten, die da waren, das war echt, ja, also, ja, das kann man nicht so gut beschreiben. Also, so eine Sachen sind natürlich auch immer abhängig von den einzelnen Leben, ne? Dann hat der eine doch keinen Bock auf das Game und dann spielt er was anderes. Und sowas kam auch viel so, ne? Dass dann einfach auch Leute dadurch weg waren. Aber ich glaube schon, wenn ich mehr so ein sicherer, der zusammenhaltende Anker gewesen wäre, dann hätte man vielleicht auch da viele Leute in so einer Community zusammenhalten können. Aber irgendwie so war das immer. Ich habe so mein Twitch-Ding gemacht und war da nie so wirklich auch jemand, der das alles zusammengehalten hat. Dann ist mir nie so wirklich gelungen. Da war ich auch zu unerfahren in der ganzen Geschichte. Naja. Das bereue ich schon sehr, dass es mir. Naja, mal gucken. Vielleicht kommt man da ja irgendwann um. Auf jeden Fall. Ja, war das echt eine krasse Gamescom. Und einfach zu sehen, wie die Gaming-Branche eigentlich im Mainstream angekommen ist, endlich. Das war auch so ein Punkt, der mich immer so glücklich gemacht hat, ne? Weil ich komme noch so eine Zeit so, wo die Leute die LAN-Partys gemacht haben, ja, und gezockt haben und so. Also Gamer waren immer Kellerkinder, so. Gamer waren immer so die uncoolen, irgendwie so auch so, vielleicht auch so bei Mädels nicht so gut angekommen sind früher und dann waren die zocken irgendwie und das ist doch irgendwie alles weird und da werden sich sicherlich viele auch noch mit identifizieren. Bei mir war es so, ich war jetzt nie so ein reiner Gamer, ich hatte sehr viele Freunde aus vielen verschiedenen Freundeskreisen. Ich hatte ein paar Gangster, ich hatte ein paar Leute, die Metal gehört haben, ich habe ein paar Leute, die haben Hip-Hop gehört, ich habe so aus jeder Szene habe ich Leute gekannt. Aber Gaming war für mich auch immer auch so ein Punkt, wo mich auch ein Stück weit identifiziert habe. Ne? Auch wenn ich Phasen im Leben hatte, wo ich viel gefeiert habe oder andere Dinge gemacht habe, bin ich trotzdem immer wieder zum Gaming zurückgekommen und habe das für mich persönlich so einfach als Ort, wo einfach so der Ruhe empfunden. Ne, wo ich mich einfach nur dem Game widmen kann. Und deswegen wurde das dann zu sehen auf der Gamescom 2018 und 2019, dass sich das Gaming cool wurde. Ja, auf einmal haben Frauen oder halt Mädchen, wie auch immer, auch Fortnite gespielt. So, ne? Heute ist es normal so, dass die zusammen zocken einfach auf der Playstation oder wo auch immer. Und Gaming ist nicht mehr so so ein Nerd-Ding oder so, was dann irgendwie was Komisches, sondern es ist einfach was ganz Normales, so was Jugendliche machen und es ist sogar, kannst du mit Gaming Geld verdienen mittlerweile, ne? Du kannst Streamer werden, du kannst Content Creator werden, du kannst E-Sport machen irgendwie, das ist ein richtiger Beruf und so weiter. Und also Deutschland vielleicht noch nicht so ganz, aber in vielen anderen Ländern schon. Und das fand ich irgendwie krass, ne? Das dann auch einhergehend mit der Hardware, die da vorgestellt wurde, die ganzen krassen Rechner, die man da sehen konnte, Tastaturen, Mäuse, Headsets und so weiter. Also das war einfach so ein Event für sich. Und um jetzt nochmal den Bogen zu dem Anfang vom Video zu spannen oder warum ich das alles so relevant und interessant finde für euch auch, nutzt die Gamescom wirklich mal, um mal die Leute kennenzulernen, mit denen ihr so jeden Tag vielleicht zockt, aber die ihr vielleicht noch nie im echten Leben gesehen habt. Auch wenn ihr vielleicht dann so denkt, wow, okay, das hätte ich nicht erwartet oder der ist vielleicht ganz anders, wie ich es gedacht hatte. Glaubt mir, egal was ihr denkt, was derjenige für einer ist, so, wenn ihr ihn dann kennengelernt habt und einen Tag da mit dem verbracht habt, ihr feiert es einfach mega und ihr feiert die Person genauso, wie sie dann war. Und das ist wirklich eine geile Geschichte, weil es einfach diese, bei Gaming und Zocken und so weiter, ne, ist eine etlichen Teilen eine digitale Geschichte, ne? Wie gesagt, LAN-Partys werden wir im nächsten Video uns drüber unterhalten. Habe ich schon ein bisschen mal vorbereitet. LAN-Partys gibt's nicht mehr so wirklich, ja. Es gibt einfach, mittlerweile hat jeder krasses Internet zu Hause und so weiter und einen krassen Rechner stehen und also der Grund für eine LAN-Party ist einfach deutlich abgenommen und das war in meiner Jugend immer so einer der Haupt, ich sag mal, Punkte, wenn man viel gezockt hat,
dann hat man sich auf der LAN-Party dann trotzdem immer noch so im Real Life getroffen. Und das fällt halt so ein bisschen weg durch das Internet-Ding und so. Und deswegen nutzt die Gamescom mal wie so eine, in Anführungszeichen, fette LAN-Party, wo man endlich mal die Leute treffen kann, die man uns quasi nur im Discord hört oder so. Und der zweite Punkt, der mir auch wichtig war, war, dass quasi einfach dadurch, dass wir jetzt Corona hatten und 2 Jahre keine, also halt natürlich auch, ne, logisch, alle anderen Events waren halt auch irgendwie eingeäschert. Wir haben keine Festivals, keine anderen Events und so weiter. Keine FIBO und eben auch keine Gamescom. Deswegen bin ich mega gespannt und ich freue mich einfach drauf, dass ich jetzt auch die Gaming-Community endlich quasi wieder so in ihrem Mekka so eine Art, in ihrem Highlight des Jahres so vereinen kann und einfach eine schöne Zeit in Köln haben kann. Und das ist für mich auch so ein Punkt, den ich, wie gesagt, habe ich schon gesagt, extrem schade finde, dass das so 2 Jahre so bei diesem Peak von WoW Classic nicht möglich war. Ey, das ist so schade, dass wir, oh Mann, ey, das wäre so lustig gewesen, wenn man, weil natürlich viele von den Leuten auch schon aufgehört haben mittlerweile, so, ne, also einen Piax oder einen Gamsch oder die ganzen, die dann auch so ein bisschen auch so in Classic so am Start waren, so, hätte man da so getroffen oder von anderen Gilden und so, das wäre so lustig gewesen einfach. Das ist so bitter, dass es genau in diesen WoW Classic Peak Jahren keine Gamescom gab, ne, ist auf jeden Fall so unlogisch eigentlich so, ne, dass genau dann so eine Pandemie ist irgendwie. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt quasi mich noch mehr auf die Gamescom freue, weil das quasi jetzt Jahre verhindert wurde. Ja, das war so ein bisschen mein Gamescom-Talk heute. Mal ein bisschen was anderes so. Ein bisschen, jetzt haben wir die 5 Berserker haben wir schon, jetzt brauchen wir noch 2 Axt, ja, noch. Das war ein bisschen mein Gamescom-Talk heute. Daher, ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr zu Gamescom kommen werdet und wenn ja, warum und wenn nicht, auch warum. Würde mich wirklich mal interessieren, was so eure Meinung ist zu Gamescom. Ich werde tatsächlich dieses Jahr, ich habe mein Ticket schon gekauft. Ich habe, der Shop ist noch nicht eröffnet, glaube ich, gerade. Müsste mal gucken. Ich kann euch den Shop unten rein verlinken. Werbung for free hier gerade, ne? Vielleicht die Hashtag Werbung reinschreiben oder so, aber es ist unbezahlt, Leute, ne? Das ist einfach meine Erfahrung. Der Shop ist noch geschlossen gerade, aber man kann sich auf gamescomware.com, glaube ich, konnte man sich, ich weiß nicht, ob es immer noch geht, vor einigen, 1-2 Wochen schon mittlerweile, konnte man sich so eine Art Bundle kaufen. Da war ein T-Shirt und so Secret-Dinge drin, die konnte man vorher gar nicht, also man wusste nicht, was da drin ist. Ein Gamescom-Package irgendwie, habe ich mir bestellt. Ist ein bisschen teurer natürlich als das normale Ticket, aber ich habe mir für den Gamescom-Samstag, das ist der 27., bin ich der Meinung, ja, wenn es nicht stimmt, aber ich bin auf jeden Fall am Samstag auf der Gamescom dieses Jahr. Wenn ihr Bock habt, mich zu treffen, dann sagt mir gerne in den Kommentaren Bescheid oder schreibt mir im Discord. Dann können wir vielleicht eine WhatsApp-Gruppe aufmachen. Und ich werde ein Gamescom-T-Shirt tragen, was in diesem Bundle dabei war. Und hinten auf dem Rücken steht auch die Pfeiler drauf. Also ihr werdet mich erkennen auf der Gamescom. Und ich bin tatsächlich dieses Jahr so eine Woche oder so in Köln. Und werde da ganz in Ruhe einfach, vielleicht sogar noch, vielleicht hole ich mir auch noch einen Freitagsticket oder so, mal gucken. Oder einen Sonntagsticket, mal gucken. Was würdet ihr sagen, wenn man Samstagticket schon hat? Freitag oder Sonntag noch? Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Überlege ich, ob ich mir vielleicht so ein zweites Ticket hole. Aber ich werde auch so eine Art Köln-Woche machen. Und ja, bin mega hyped einfach auf die DC-Serie. Ganz gemalt. Freue mich echt. Alter, ich muss mal gucken, ob ich Mosen überreden kann, dass der auch mitkommt. Aber das ist halt immer schwierig. Er hat natürlich auch viel zu tun mit seinem Restaurant. Ich werde den einen oder anderen auch nochmal anschreiben, wer vielleicht Bock haben könnte. Mal schauen, wer am Ende da so alles mitkommt. Aber ja, das war der Gamescom-Talk, Leute. Ich hoffe, ich habe euch so ein paar Einblicke gegeben in meine Erfahrungen, die ich da bisher hatte.
Und euch vielleicht auch den ein oder anderen zu animiert, vielleicht dieses Jahr auch mal bei der Gamescom vorbeizuschauen. Wie gesagt, die ist so immer Ende August und ich meine vom 24. bis zum 28. August, glaube ich. Und am Gamescom Samstag, und das müsste der 27. August sein, da bin ich auf der Gamescom und bin wirklich gespannt. Also, ich bin gespannt, wie es jetzt ausschaut nach Corona, ob man da irgendwie was merkt. Entweder weniger, weil die Leute noch Schiss haben, oder mehr, weil die Leute 2 Jahre keine Gamescom hatten. Und aber auch, ob sich die Stände verändert haben, ob Blizzard einen Stand haben wird, habe ich mich auch noch gar nicht mit beschäftigt. Keine Ahnung. Das wird auch interessant sein. Und wenn, was man dann da machen kann. Ob man dann vielleicht noch WOTK Classic antesten kann, das wäre mega lustig. Keine Ahnung. Ich bin echt gespannt. So, wir geben noch die Quest ab hier. Oben auch noch. Und dann haben wir es auch schon wieder. Ja, Hammer haben wir auch hier. So. Ui. Dickes neues Zweihandschwert. Gucken wir mal den Style an. Am Start. Ja, ist ein Downgrade vom Style her, aber hey. Nehmen wir trotzdem mit. So, lernen wollen wir nicht. Gut, allen Widersachern. Nein, das. Ich habe vorhin noch gedacht, ah, das verkaufe ich bestimmt. Obwohl ich es ja eigentlich. Ab hier. Mal extra. Ich müsste mal extra. Paladine können extra auch, ja doch. Mal lernen. Aber alles besser als meine graue Waffe eigentlich. Ich habe auch keine Ahnung, was man in Silbermond für erlernt tatsächlich. Okay. Der Tag der Abrechnung wird kommen. So, Leute, dann würde ich sagen, mit diesem wunderschönen Lagerfeuer hier beenden wir dann das heutige Play. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit gehabt. Ihr habt eine schöne halbe Stunde gerade gehabt. Und ja, ich konnte euch ein bisschen für die Gamescom begeistern. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung zu dem Event. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder. Nächsten Sonntag, Vormittag um 10 Uhr. Da möchte ich ein bisschen über LAN-Partys sprechen. Das ist einfach so. Ich war tatsächlich letztes Wochenende mal wieder auf einer LAN-Party nach irgendwie 15 Jahren oder so. Also. Das war dann doch ein wenig her, die letzte LAN davor. Von daher, LAN-Partys ist so ein Thema, was ich so ein bisschen jetzt mir gerade so ein bisschen Gedanken drüber mache. Und ich kann auch theoretisch, ich könnte euch über LAN-Partys, Leute, ich kann euch allein 20 Videos über einzelne LAN-Partys geben, die ich erlebt habe, die lustig waren, aus hunderten von Gründen. Aber ich werde so ein paar Beispiele nennen. Aber ich werde auch ein bisschen sagen, warum ich es schade finde, dass es keine LAN-Partys mehr wirklich gibt, aber warum ich es auch verstehen kann. Ja, das ist einfach von, dass durch das Internet einfach gelöst wird. Ein bisschen aus der Vergangenheit berichten, Leute, ja. So, da aber im nächsten Let's Play mehr zu und deswegen an der Stelle bis nächsten Sonntag, Leute. Schöne Woche euch. Ciao, ciao.